Hallo im Küchengarten. Heute soll es um ein ganz besonderes Thema gehen. Und zwar möchte ich euch zeigen, welche Lebensräume für Nützlinge ich hier in meinem Hausgarten gestaltet habe über die Jahre. Und gemeinsam mit euch möchte ich noch einen weiteren anlegen, und zwar das sogenannte Sandarium. Viele von uns haben sicher in ihren Gärten schon diverse Insektenhotels aufgestellt, denn das Insektensterben, das Nützlingssterben, das Käfersterben ist ein riesiges Thema in unserer heutigen Zeit. Vor allem wir in unseren Kleingärten können da einen großen Beitrag leisten, um dem ganzen Trend entgegenzuwirken. Und es ist natürlich eine Win-Win-Situation, weil dadurch, dass wir den Insekten einen Lebensraum schaffen, sie helfen uns, unser Gemüse und unsere Früchte zu bestäuben. Es führt dazu zu einem höheren Ertrag und einer Erleichterung unserer Gartenpassion. Wildbienen sind natürlich ein riesiges Thema beim Bestäuben unserer Gemüse und Fruchtpflanzen. Es gibt in unserer Region in Mitteleuropa ca. 550 verschiedene Arten, aber nur 30 von diesen Arten nisten in den von uns zur Verfügung gestellten Niströhren, in den sogenannten Insektenhotels. Die anderen 520 Arten brauchen einen sandigen Boden, einen freien, sandigen, trockenen Boden, um ihre Niströhren anzulegen. Genau diese Möglichkeit fehlt mir noch in meinem Garten und die möchte ich jetzt mit euch gemeinsam und mit der Hilfe meines lieben Mannes anlegen. Ich habe da auch schon die perfekte Stelle. Dort steht jetzt noch ein leider toter Baum, eine Saalweide. Diese ist eine der ersten Bäume, die jedes Frühjahr blüht und somit den Insekten, vor allem den Bienen, eine Nahrungsquelle bietet. Bei einem starken Sturm ist leider das Seil gerissen, das sie an der Stütze befestigt hat. Sie ist umgeknickt und wurde anscheinend so stark beschädigt, dass sie abgestorben ist. Man sieht das auch hier, die Wurzeln waren wirklich nicht mehr sehr stark. Also haben wir uns dazu entschlossen, sie auszugraben und an diese Stelle das Sandarium zu bauen. Hier sieht man nun einen Teil der abgeschnittenen Äste und auch die werden für Nützlinge eingesetzt, denn viele Bienen und auch Käfer nisten in altem, in Totholz. In einem versteckten, hinteren, abgelegenen Bereich meines Gartens habe ich einen Haufen angelegt, wo ich eben diese alten Äste sammle und somit weiteren Lebensraum biete. Da gibt es auch ein Video dazu, das verlinke ich euch gerne. Und auf diesen Haufen hat mein Mann dann auch diese Äste draufgeworfen. Ja, und so sieht das Loch nun aus. Das ist ca. 50 cm tief und 50 cm breit. Hier davor steht noch eine Zwergmispel, die habe ich als Buchsbaumersatz gepflanzt. Sie wächst langsam, schön dicht und man kann sie wunderbar zurechtschneiden in die Form, die man möchte. Das mache ich nun hier auch, damit Platz für das Sandarium hinten bleibt. Das Tolle an dieser Zwergmispel ist, dass die im Frühling blüht. Ganz kleine, verschwiegene Blüten, aber die Insekten lieben sie heiß. Zum Zurückschneiden nehme ich einfach eine Heckenschere und mache das Pi mal Daumen Augenmaß. Das kennt ihr ja von mir. Das klappt für mich immer wunderbar. Und ich habe ja einen Naturgarten, da muss es nicht geometrisch korrekt sein. Aber ein paar Formen, schön geschnitten in meinem Garten, das liebe ich und das schätze ich auch sehr. So sieht das Loch nun also aus, nachdem ich das gröbste Unkraut entfernt habe und auch die Mispel fertig zurückgeschnitten habe. Schön Platz. Von einem anderen Gartenprojekt hatte ich noch Steine und auch größere Steine übrig. Das sind eben größere Steine, die ich für die Außenbefestigung des Sandariums verwenden will. Und dann habe ich noch solche in dieser Größe. Und die werde ich jetzt als Drainage in das Loch hineinwerfen.
denn der Boden ist dort recht verdichtet und ich möchte ein schnelles Abtrocknen des Sandes gewährleisten, also dass das Wasser, wenn es draufregnet, gut abfließen kann. Jetzt habe ich mir hier 3 Säcke mit Wildbienensand gekauft. Die Sache ist nämlich die, dass man keinen normalen Spiegelsand verwenden kann. Der ist viel zu fein, rieselig. Da würden nämlich die Gänge, wenn er vollständig abgetrocknet ist, in der Sonne, in der Prallen, wieder verschließen. Also sie würden zusammenbrechen und das wollen wir natürlich nicht, weil die Bienen ja darin nisten. Der Sand ist eine Mischung aus Erde und Sand, um eben dieses Zusammenstürzen der Kanäle, der Gänge zu verhindern. Und da hatte ich einfach Glück, das kann man sich natürlich auch selber mischen, aber Ricotta hat das eben schon angeboten und da haben wir gedacht, ich mache es mir diesmal ein bisschen einfacher. Jetzt möchte ich hier eine sogenannte Sandlinse konstruieren. Das heißt, ich möchte einen Bogen von ca. 30 cm Höhe schaffen, damit das Wasser bei Regen gut abrinnen kann und der Sand somit wieder schnell abtrocknet und kein Wasser in die Röhren fließt. Deswegen werde ich jetzt die Umgebung mit Steinen stützen, damit die Sandlinse gut geformt werden kann. Ein schönes Angebot, also Nahrungsangebot, haben die Wildbienen hier herum sowieso. Trotzdem habe ich hier noch eine Sandnelke, also 2 eigentlich, und die möchte ich hier einsetzen. Die kommt mit den trockenen Bedingungen und dem verdichteten Boden hier ganz gut aus und schaut einfach hübsch aus. Gleich neben dem Sandarium haben wir einen selbstgezimmerten Holzverschlag. Da seht ihr, wo das Sandarium ist, da habe ich einen Pfeil drauf gesetzt. Diesen Holzverschlag haben wir auf einer Europalette gebaut mit alten Holztüren als Seitenwänden. Und hier habe ich aus Schilfmatten, die ich ganz billig in einem Discounter, in einem namhaften gekauft habe, die habe ich einfach halbiert und hier reingestopft in eine alte Holzkiste. Und die sind eine wunderbare Nistmöglichkeit für Insekten aller Art. Und unterhalb dieser Europalette hat sich ein wunderbarer Unterschlupf ergeben für einen ganz besonderen Mitbewohner in unserem Garten. Hier seht ihr ihn, mein ganzer Stolz, ein Igel, der in der Nacht sein Unwesen treibt und mir im Garten hilft, indem er Schnecken und Schneckengelege frisst. Und es gibt mir einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl, in meinem Naturgarten einen Lebensraum zu schaffen für so eine bedrohte Tierart. Denn vor allem auch die Zunahme an Mährobotern, die es in unseren Gärten immer mehr gibt, ist der Lebensraum sehr bedroht, denn diese fahren meistens in der Nacht und die Igel haben diesem nicht viel entgegenzusetzen.
In meinem Garten habe ich auch ganz viele unbewirtschaftete Eckchen und Fleckchen, wo das Gras und die Wiese wild wachsen darf. Und dort habe ich in den letzten Jahren eine starke Zunahme an Weinbergschnecken gesehen, die uns ebenfalls im Kampf gegen diese spanischen Wegschnecken unterstützen und die Gelege davon gerne als ihr Mittagessen verzehren. Hier in meinem Garten haben wir an allen Ecken und Enden Mauern aus Natursteinen aufgeschlichtet. Das ist wirklich ganz einfach zu machen. Das sind Trockenmauern, die man mit einer leichten Wölbung nach innen aufschlichtet. Aber es muss ja nicht immer gleich eine Mauer sein. Einfach ein Steinhaufen in irgendeiner Ecke gibt einen unglaublich wertvollen Lebensraum für aller Art Käfer, Kleingetier, Eidechsen und auch Blindschleichen. Und das ist etwas, das wir natürlich in unseren Kleingärten, in unseren Hausgärten erreichen wollen. Im letzten Jahr habe ich mir dann aus einem hohlen Baumstrunk eine Hummelwohnung gezimmert. Der war innen drinnen eh schon ausgehöhlt. Ob da drinnen jetzt tatsächlich schon Hummeln genistet haben, kann ich nicht sagen. Aber auch wenn Spinnen oder andere Käfer dort drinnen einen Unterschlupf finden, ist es für mich schon ein Erfolg. Natürlich habe ich mit meiner Jungmannschaft auch diverse Vogelnistkästen selbst gebaut, die in strategischen Positionen meines Gartens montiert wurden. Jedes Jahr werden die von uns gemeinsam auch noch gesäubert, was für Kinder und auch Jugendliche immer noch ein tolles Ereignis ist. Da drinnen nisten mittlerweile neben Spatzen auch noch Stare, Kohlmeisen, Tannenmeisen, Rotkehlchen und auch Amseln. Und das gibt eine weitere tolle Bereicherung für meinen Naturgarten. Und ich erfreue mich jeden Tag an dem schönen Gesang der verschiedensten Singvögel. Und natürlich habe ich auch viele Insektenhotels aufgehängt, die ich einerseits gekauft habe, andererseits selbst gebastelt. Das ist sehr wertvoll und auch eine tolle Freizeitbeschäftigung, auch mit den Kindern. Zum Schluss möchte ich euch gerne noch ein kleines Beispiel für den Nutzen von Totholz zeigen. Ich habe da in New Bedland meine Vogelfutterstation. Und das Vogelbad steht auf einem alten Scheitstock. Und als ich mal das Wasser gewechselt habe, das ist jetzt ja natürlich auch wieder nötig, habe ich entdeckt, dass sich unter dieser Schale Käfer in das Holz gebohrt hatten, es ganz feinkrümelig und sandig geschabt hatten und darin genistet haben. Ich danke euch wieder sehr fürs Zusehen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da. Vielleicht wollt ihr auch einen meiner Tipps bei euch im Garten umsetzen. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!